Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und wer jemals die Hidden Side-App gestartet hat, es überhaupt geschafft hat auf seinem dann hoffentlich sehr modernen Handy, der wird mit JB schon Kontakt gehabt haben, weil sie erklärt das Spiel am Anfang und ist immer mal mit so kleinen Sprechblasen zu sehen. Sie ist eine sensationelle Wissenschaftlerin und sie hat, das packen wir hier gerade aus, und das ist gleichzeitig das kleinste bisher erschienene Set. Da kommt ja vielleicht noch was Kleineres als Zugabe demnächst, aber von denen, die man zumindest kaufen kann, das ist nämlich JBs Geisterlabor. Wobei sich Lego selber nicht so ganz einig ist mit sich, ist das ein Mann oder eine Frau. Wir werden gleich sehen, es ist eindeutig eine Frau. Und ja, in der Beschreibung steht meistens auch der Wissenschaftler. Lassen wir es mal dahingestellt. Wir sagen aber, es sind 174 Teile für 19,99 €. Teilepreis also bei 11,5 Cent ungefähr. Das Ganze habe ich am Release-Tag gekauft. Wir sagen gerade eben, es gibt ein paar wenige Aufkleber. Und wir gucken uns erstmal das Set als solches an und am Ende werfen wir noch einen kurzen Blick in die App. Bauzeit ist da, ja, 20 Minuten. Also das ist jetzt nichts, was Abend füllen wird. Und wir sehen ein schönes kleines Labor mit einigen Minifiguren. Nämlich zum Beispiel Jack Davids. Ja, wer meine Darstellung des Friedhofs schon gesehen hat, der wird den irgendwie wiedererkennen. Wir sehen gleich, er ist sehr ähnlich, aber es gibt einen Unterschied. Also das ist jetzt eben der aus dem Wissenschaftslabor hier. Und wir sehen hier zwei Gesichter, ein roter Hoodie und auch dieses zweigestaltete Oberteil auf dem Kopf mit Cappy und ja, so einer Kapuze. Und wir sehen jetzt rechts, das ist er aus dem Friedhofsset. Der ist wirklich vom Kopf leider der gleiche. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass da mal ein bisschen anderer Gesichtsausdruck ist. Dieses perlweiß Grinsen da, ja, das kriegt man da nicht weg. Und wir sehen auch auf der Rückseite ist das gleiche. Aber immerhin durfte er sich zwischenzeitlich mal umziehen. Gut, das ist JB und wie gesagt, die verrückte, geniale Wissenschaftlerin. Sie ist Fan von Frankensteins Monster und auch sie hat ein Handy dabei. Ein, muss es ja eigentlich, ein modernes Handy, sonst laufen die Sachen ja alle nicht. Das ist eins der großen Probleme ja an der App. Aber pinke Haare und da sieht man ein Gesicht, da ist wohl irgendwas schiefgelaufen bei irgendeinem Experiment. Schön dreckig und auch etwas eingeschnappt sieht sie da aus. Auch ihr Haarteil ganz lustig, weil da nämlich die Brille noch mit drin hängt. Kann man natürlich nicht bewegen, ist festgetackert, aber ist da eben. Ja, und das ist das Opfer. Ne? Das ist wieder mal der, der dann unter allem leiden muss. Das ist nämlich der Douglas Elton und er ist wohl der Hausmeister, der, wie wir hier am Oberteil gerade eben sahen, auch schon ziemlich gelitten hat. Und erst Rest leidet er natürlich, wenn wir hier die Rückseite sehen. Ja, dem geht's nicht gut. Das werden wir gleich auch sehen, weil auch er ist wieder der, der besessen werden kann. Also er wird besessen und kriegt dann hier so einen Geisterkopf auf. Ne? Also da hatte ich mir, wie gesagt, auch erhofft, dass genau dieses dann irgendwie mit der App auch abgebildet wird. Also dass man irgendwie eine kleine Geschichte erlebt, wie der Hausmeister dann irgendwas Blödes macht und dann eben hier dann den anderen Kopf aufsetzen muss und die App das auch erkennt und so. Ja, da hatte ich mir, glaube ich, viel zu viel vorgestellt. Oder das kommt noch irgendwann. Ich habe zumindest bei meinen Tests bisher noch nicht gehabt. Jo, und das ist leider 1:1 der gleiche Hund. Das ist Jacks Hund, nämlich der Geisterhund, wie auch schon vom Friedhofsset. Mal sehen. Ich habe ja die anderen Sets nach und nach jetzt auch vor mir zu kaufen. Mal schauen, ob der da irgendwie all genauso drin ist. Dann ist das ein bisschen doof. Da war das Geisterlabor jetzt tatsächlich. Vier Seen, eine Menge Details. Das finde ich ziemlich cool. Auch so ein bisschen Mauerwerk da. Wir haben da irgendwie so eine Kabine. Soll eine Tesla-Kabine sein. Mhm. Selbst hinten ist ein bisschen was los. Da geht so ein Schlauch längs mit so was Grünem drin. Da haben wir sogar eine Leiter, die da hochführt. Also da lassen sich durchaus ein paar Geschichten mitspielen. Erst recht, wenn wir jetzt mal in die Details gehen. Hier oben diese Spule finde ich sehr cool gelöst. Mit auch dieser Silberkugel drauf. Und genauso auf der anderen Seite. Diese Plättchen dort sind auf dieser Variante gerade noch falsch rum. Das werden wir gleich nochmal richtig drehen, da ist ein Aufkleber drauf. Dann haben wir hier so ein paar Fläschchen, die auch sehr schön gelöst sind, also sehr schön bunt auch sind. Da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das auch damit zusammenhängt, dass die App das erkennt. Soweit bin ich aber noch nicht. Das ist bei meiner App irgendwie noch nicht passiert. Da haben wir einen 3D-Drucker. Da haben wir auch gleich schon die Darstellung dazu. Eine Tastatur, eine Kamera, um dann auch dreidimensionale was aufnehmen. Schraubenschlüssel in der großen Variante. Dann noch so eine Tinktur, da sehen wir die Tastatur und da ist der 3D-Drucker selbst. Ich glaube bisher so viel 3D-Drucker, wenn auch nur durch Aufkleber vom Ofen dazu gemacht, haben wir bisher nicht. Da ist das, was 3D-druckmäßig da drin irgendwie erstellt wurde, das ist jetzt eher, ja, da habe ich schon Schöneres gesehen. Naja, gut, wie gesagt, in anderen Sets ist das auch gern Ofen. Das wäre gut, weil da ist ja eine Pizza auch drauf.
Ich glaube nicht, dass die plottert ist. Dann haben wir hier diese Kabine, wie gesagt, auch mit so Anzeigen. Dann geht es weiter. Und das rechts ist wieder dieses Rad mit den verschiedenen Farben. Das kennen wir schon vom Friedhof und von meiner Erstdarstellung mal der App. Das dreht man in eine bestimmte Farbe und dann erscheinen da, ja, kann man die dazu passenden Glooms, wir werden es gleich nochmal sehen, dann einfangen und dann muss man es weiterdrehen, weitere suchen. Da kommt immer mal ein Gespenst auch, ja. Hier ist noch so ein, ja, das ist eigentlich normalerweise dafür da, dass da Räder angebracht wurden. Und auch da dachte ich, das hat irgendwie noch mit dem Set was zu tun, dass man es umbauen muss. Aber ist bei mir, zumindest bisher, noch nicht passiert. Vielleicht bin ich noch nicht so weit mit dem Spiel. Wer es mal weitergespielt hat und das irgendwie einbinden konnte, was da hinten, warum das da hinten ist, das kann der kann gerne mal dazu schreiben. So, jetzt habe ich es gemerkt. Siehste, falsch rum. Bevor sich jemand beschwert, machen wir es natürlich richtig drauf. Und dann sind auch hier diese Anzeigen da oder diese Moleküle, sieht das fast aus, aber es sind, glaube ich, einfach nur so Blitze, die dann da dargestellt sind, die dann, ja, jetzt auf der richtigen Seite sind, Aufkleber natürlich. Hinten kann man, wie gesagt, ein bisschen spielen, nicht nur durch diese Leiter, sondern hier ist auch noch so ein Aufkleber, ein großer, wo man sieht, dass da also irgendwie auch mit dem Gehirn geforscht wurde, weil sie wohl irgendwie auch mit diesem Geisterlabor dafür da ist, Geister zu beschwören und wieder davon zu jagen. Da ist noch sowas, da könnte man irgendwas weiteres ranklicken. Weiß nicht, ob das weitere Sets sind, die da ranpassen. Auch das werde ich noch mit den nächsten Malen dann eruieren. So, da haben wir schon mal die Hauptprotagonisten und nur virtuell ist Dr. Drivel oder Drevel, der dort, also in der App dann als Oberboss-Gegner dann auftaucht. Zwei Tütengruppen haben wir, oder es sind überhaupt nur zwei Tüten, womit wir das Ganze dann bauen. Ich sage ja natürlich, bei unter 200 Teilen, das geht schnell. Die App ist immerhin free. Hier sehen wir noch die Info, dass man den Kopf mal auswechseln soll, wenn der Geist denn über ihn herfällt. Aber ja, es gibt zwar auch in der App Situationen, wo dann eine Minifigur gescannt wird, aber ich habe das Gefühl, es wird dann nur gescannt, ob überhaupt eine Minifigur da steht oder ob überhaupt da was ist. Also auch das bedarf noch einer tieferen Analyse dieser App. Ich habe immer noch die Hoffnung, das kann nicht alles gewesen sein. Aber nun gut, man wählt zum Beispiel aus, also ich habe es ja schon einmal gezeigt, man kann einmal trocken spielen ohne das Modell. Das ist aber lame, ja. Da kann man dann so als Geist dann irgendwie durch die Gegend laufen. Oder man nimmt die Variante mit Modell. Dann muss man das so an eine Stelle stellen. Das ist jetzt auf meinem Tisch. Man sieht hinten, ich habe immerhin auch schon, ja, dieses kleine Schiffchen da gebaut. Dann baut sich drumherum virtuell hier so ein bisschen Gegend drumherum auf. Man sieht aber auch noch das, was die Kamera drumherum weiteres erkennt. Und jetzt müssen wir das Gloom finden. So, zu nah ran dürfen wir nicht, da ist ein Problem. Und jetzt müssen wir, wie beim Friedhof, hier was auf die richtige Farbe drehen oder überhaupt auf eine. Und wir haben jetzt gelb gewählt, dann mal drücken und feststellen, ach, Licht reicht nicht. Also es sollte schon ganz gut beleuchtet sein, da wo man ist. Er schaltet dann auch irgendwann die Lampe vom Handy an. Also er versucht dann, das Mögliche noch rauszuholen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wann das genau passiert. Aber jetzt hat er es erkannt, dass ich auf gelb gedrückt habe. Jetzt sieht man an diesem Radar und auch teilweise, wo es aufblinkt, so ein bisschen Veränderung. Da ist es dieses Gloom, da müssen wir rübergehen. Und wenn man dann alles davon gefunden hat, jetzt war es nur einer, weil es irgendwie im ersten Level sozusagen ist, dann hat man die Wahl, man kann jetzt entweder den nächsten noch suchen oder man holt sich noch was davon. Das wird dann angezeigt und dann muss man sogar eine kleine Geschicklichkeitsaufgabe lösen, indem man zum richtigen Zeitpunkt drückt. Und kann auch mal ein Geist dann kommen zum Beispiel. Das werden wir gleich auch noch sehen. So, jetzt haben wir das Ding auf Rot gedreht. Jetzt müssen wir den Roten finden. Irgendwo da in der Ecke muss er eigentlich sein. Da ist er, genau. Wieder ein Punkt erreicht. Jetzt können wir den wieder anwählen. Also es ist schon recht simpel. Drücken. Geschicklichkeit. Jetzt drücken. Jetzt drücken. Ja, genau. Hat geklappt. Und da haben wir jetzt ein bisschen mehr Energie noch, weil oben, das ist nicht die Batterieanzeige des Handys, sondern des Spiels. Wenn das bei 0 ist, ist mein Level zu Ende. Dann kann ich also wieder von vorne anfangen. Hier sehen wir zum Beispiel so Anzeigen. Teilweise, wie wir jetzt hier sehen, wird es auch in das Modell eingeblendet. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, wird aber relativ wenig nur genutzt. Also das haben wir jetzt hier bei diesem einen Bildschirm. Ja, da hat man sich dann auch nach 10 Sekunden dran satt gesehen. Da hatte ich mir auch noch ein bisschen mehr erstmal erhofft, was man vielleicht erkennt. So, da können wir auch noch, zeigt er irgendwas an? Ja, jetzt können wir auch wieder die nächste Farbe wählen, dann um da wieder weiteren Gloom zu finden. Wir wollen ja auch noch den Geist von Newbury sehen. Wobei, es gibt ganz viele. Man sammelt sie ja, dann hat man so ein Verzeichnis, man kann die aufleveln. Also da sind durchaus so ein paar Möglichkeiten in dieser App.
Und ja, also zumindest ist es nicht so einfach, diese Geister wirklich dann zu fangen. Einige schon, aber gerade so diese Endgegner, die man da manchmal findet, die habe ich bisher zum Beispiel noch nicht besiegt. Also da hatte ich gedacht, dass das Ganze irgendwie noch einfacher ist. Das finde ich schon wieder gut. Es ist aber doch relativ simpel. Also man macht genau das, was ich hier gerade zeige. Jetzt soll man da tatsächlich eine Minifigur hinstellen, aber steht auch nicht, dass man jetzt den Hausmeister da hinstellt. Und wie gesagt, das hatte ich mir sehr erhofft, dass da auch ein bisschen Story dahinter ist. Ich bin so jemand, der gerne eine Story erleben würde. Und wenn man das dann sozusagen mit diesen Rätseln oder mit ein klein wenig Geschicklichkeit kombiniert hätte, dann hätte ich das richtig cool gefunden. Also dass man jetzt zum Beispiel hier den Hausmeister hinstellt, dann wird der von dem Geist befallen und dann muss man den befreien oder sowas, dass man sich das irgendwie vorstellen kann. Nee, jetzt hat man die Minifigur hingestellt und jetzt erscheint irgendwie ein Geist. Also da kann ich mir jetzt ein bisschen was denken. Auf den muss ich zeigen, muss immer drücken. Allerdings auch nicht zu hektisch, weil sonst wird das Ding zu heiß. Also nicht das Handy, das wird tatsächlich allerdings relativ heiß. Da sagen wir gerade überhitzen, das ist nicht das Handy selber, sondern ja irgendwie diese Waffe oder dieses, was auch immer das dann da ist. Und dann kann ich eine gewisse Zeit lang nicht mehr drücken. Ja, also das sieht man wieder überhitzt. Dann hört man auch so einen komischen Ton, den kann ich schon langsam nicht mehr hören. Dann wird er auch irgendwann hektischer, der Geist. Dann wird es auch schwieriger, ihn zu finden. Er schießt auch immer was auf uns ab, das können wir wieder abschießen. Also, ja, das ist schon durchaus fordernd, bis man das wirklich dann auch bei allen Geistern entsprechend geschafft hat. Und dann kommt er auch öfter mal, so wie jetzt, direkt auf einen zu. Und man muss ihn dann irgendwie platt machen. Das finde ich, da geht es aber schon, wird es eng. Zumindest beim Hauptgeist ist dann meistens dann vorbei. Ja, hier haben wir ihn jetzt doch, wie auch immer, besiegt, gefangen. Und der kommt dann eben in unser Verzeichnis. Dann kriegen wir noch ein paar Belohnungen. Hier haben wir tatsächlich das Level schon geschafft, aber das ist auch nur das Einführungslevel. Also bei den späteren wird das deutlich aufwendiger. Und mit diesem, was man da an Belohnung bekommt, wie man hier sieht, zum Beispiel mehr Zuschauer, kriegt man dann weitere Sachen, mit denen man dann Sachen wieder aufleveln kann und ein bisschen was kauft. Also da gibt es zum Glück nichts bisher, wo man Geld allerdings ausgeben muss. Das ist schon mal gut. Jo, kommen wir zum Fazit. Also, Minifiguren finde ich wieder klasse, außer man hat sie aus dem anderen Set schon. Das Geisterthema mag ich einfach. Ich finde diese Laborausrüstung und die Details sehr cool. Was mich eher stört, sind eben die Gesichtsausdrücke der Minifiguren, dass die sie wirklich verdoppelt oder mehrfach dann gleich drin sind. Das finde ich schon so ein bisschen schade. Und dass man auch diese App, ja. Also, wenn man sie wegdenken, ist es immer noch ein sehr schönes Set. Und wenn man dann 15 Euro im Angebot dafür zahlt, ist nichts dagegen zu sagen. Wenn man allerdings jetzt eben sich auch noch viel von dieser App verhofft, sollte man wahrscheinlich jünger sein. Also ich habe mich bisher nur mit Leuten unterhalten, die nicht zur Zielgruppe gehören, also zu alt eigentlich sind. Und die fanden es eher lahm. Wenn man jetzt allerdings Kinder fragen würde, vielleicht sehen die das anders. Also es ist zumindest ein bisschen fordernder, als ich gedacht hatte, aber es ist deutlich weniger an Kreativität oder dass man auch das Set umbauen muss, dass man ein bisschen Story hätte oder ähnliches, als das, was ich mir jetzt persönlich davon erhofft hatte. Aber man muss sie ja eben auch nicht nutzen. Man kann sie aber zumindest ja auch mal ausprobieren, wenn man denn das richtige Handy hat. Das geht eben nur mit wirklich moderneren Handys. Viele, da sollte man auch mal gucken auf der Webseite, scheitern da schon mit der Installation. Das war's für heute. Bis bald dann und tschüss.